musste ich mit ansehen, wie mein Vater, meine Mutter, meine zwei Schwestern und meine wunderschöne junge Braut vor meinen eigenen Augen von Scheich Idi Ben Adi ermordet wurden. Ich muss schon sagen, Sie wirken ausgesprochen telegen. Sie wollen damit wohl sagen, dass ich in der Öffentlichkeit gut ankommen werde. Und was denken Sie? Es fällt mir schwer, das zu beurteilen. Ich glaube nicht, ich selbst zu sein. Manche sind davon überzeugt, dass die Kamera die Eigenschaft besitzt, das wahre Ich des Menschen zu zeigen. Wenn das wahr ist, dann bedeutet das, sie sind intelligent und willensstark. Wie ein leidenschaftlicher Kämpfer für sein Land und sein Volk sein sollte. Wer weiß, vielleicht werden sie ein paar hundert Millionen Freunde gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viele Menschen sehen. Es wird über Satellit in jedes zivilisierte Land ausgestrahlt und in manches nicht so zivilisierte. Mein Gesicht, meine Stimme, mein Name. Als wollte ich über das Fernsehen ein Produkt verkaufen. Das ist Blasphemie. Nein, es tut mir leid, ich werde es niemals erlauben. Ich kann es nicht erlauben. Was ist blasphemisch daran zu versuchen, das Leben vieler Menschen zu retten? Wenn dieses Interview nicht ausgestrahlt wird, wird die Welt nichts von ihrer Not erfahren. Nichts von dem Elend, das ein furchtbarer Krieg über ihr Land bringen wird. Ist das wirklich ihr Wunsch? Ich habe keine Wahl, oder? Vertrauen Sie mir und in wenigen Stunden nimmt sich die ganze Welt ihrer Sache. Die Weltöffentlichkeit wird nicht dulden, dass ein Amerikaner als Geisel vom Scheich festgehalten wird. Ein Amerikaner, der zufälligerweise ihr Mann ist. Ich habe keine Illusion, was Ihre Treue meinen Leuten gegenüber anbelangt. Stimmt, meine Treue gilt zunächst meinem Mann. Ich würde für ihn sterben, wenn es sein müsste. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kinder das amerikanische Volk durch Kriege verloren hat? Es wird Ihr Anliegen verstehen. Denn das, was Sie sagen, hat jeder von uns selbst gefühlt oder schon mal erlebt. Und Gott weiß, wie leid wir das Blutvergießen sind. Ich denke, Sie werden ihnen zuhören. Und sie werden helfen. Sie sind sich ihrer Sache verdammt sicher. Schon gut! Michael! Ja, aber es ist sehr wichtig, dass er mich unter dieser Nummer zurückruft. Wenn Sie etwas von ihm hören, geben Sie ihm bitte diese Nummer. Vielen Dank. Wieder eine Sackgasse. Ethan hat auch nichts von Steven gehört. Und was ist mit dem Lagerhaus? Da habe ich es zuerst versucht, aber er ist nicht da. Oder möglicherweise ist er da und geht nur nicht ans Telefon. Ich würde einfach gern bei ihm sein, wenn er erfährt, dass das Filmmaterial verbrannt ist. Wie erklärst du jemandem, dass die Arbeit seines ganzen Lebens umsonst war? Hast du von der Feuerwehr schon etwas Neues über den Brand von heute Nacht erfahren? Sie untersuchen, ob es Brandstiftung war, aber das ist wohl nur Routine. Ja, das hoffe ich. Weißt du, Dad, während eines so langen und langweiligen Sommers ohne nennenswerte Vorkommnisse stehen doch so kleine Nichtigkeiten wie entlaufende Katzen oder dreifacher Feueralarm immer auf der Titelseite der Boulevardpresse. Als dein inoffizieller Anwalt kann ich dir nur empfehlen, dich mit deinen Kommentaren über noch nicht abgeschlossene Untersuchungen der Feuerwehr etwas zurückzuhalten. Wieso? Ich habe nichts zu verschweigen. Natürlich nicht. Jedenfalls gibt es nichts, was die anderen beunruhigen könnte, wenn du verstehst, was ich meine. Allerdings. Und es gefällt mir gar nicht, was du mir da unterstellst. Aber ich habe dir doch gar nichts unterstellt. Du hast gerade gesagt, ich wäre verantwortlich für das Feuer, oder etwa nicht? In unserer Lokalsendung zeigen wir Ihnen einen Bericht über ein Feuer, das heute Abend gegen 8 Uhr in der Anwaltspraxis Hampton und Briggs ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. Unter anderem wurden einige Filmcontainer zerstört, die in dem Gebäude aufbewahrt waren. Darunter auch das Original von Steven Slates letztem Film, Die Reise. Die Pressevorführung des Films, die für den frühen Abend geplant war, war abgesagt worden, nachdem die Filmkopie auf mysteriöse Weise verschwand. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Die Feuerwehr schließt Brandstiftung nicht aus. Ich bin nicht sicher, wieso es so wichtig für mich ist, dass du weißt, dass ich Kelly geliebt habe. Vielleicht muss ich diese Tatsache einfach mit den Menschen teilen, die sie ebenfalls lieben. Thank you.
wollte ich, dass du kommst und nach mir siehst. Ich hatte mir schon jeden Satz überlegt. Aber ich wusste die ganze Zeit nicht, sollte ich mich nun für das verschlossene und stille Dummchen oder die kreischende Furie entscheiden. Für wen hast du dich entschieden? Für keine von beiden. Selbst wenn ich es könnte, möchte ich dir nichts vorspielen. Würde ich das tun, sollte ich nicht hier sein. Und das ist das eigentliche Ergebnis meiner Überlegung. Ich möchte, dass du mich nach Hause bringst. Ich rufe die Sophia. Ich rufe die Sophia. Bitte melden, hier ist die Dulcinea, over. Ja, verbinden Sie mich doch bitte mit Hadley. Frank, hier ist Robert Barr. Haben Sie heute schon irgendwelche Meldungen von der Capwell-Yacht erhalten? Die Sophia. Das haben Sie? Ja, liegt die Karte vor Ihnen? Gut, gut. Hören Sie zu, Frank. Ich möchte Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ich kann nicht glauben, dass du mich tatsächlich der Brandstiftung beschuldigst. Bitte, Dad, beruhige dich. Ich sage doch nicht, dass du das Feuer gelegt hast. So wie ich die Sache sehe, gibt es allerdings eine Menge Leute, die sich liebend gerne an diesem kleinen Freudenfeuer die Hände gewärmt hätten. Mason, um Gottes Willen, dieser verfluchte Film gehört mir. Ich kann damit machen, was ich will. Ich allein entscheide, was damit passiert. Ich brauche ihn nicht zu stehlen und ich brauche ihn nicht zu verbrennen. Für so etwas bin ich jetzt nicht in Stimmung. Ich werde gehen. Mir wäre es lieber, wenn du hier bleibst. Ich finde es nicht gut, wenn du allein bist nach dem, was passiert ist. Es ist besser, wenn ich gehe. Ich werde noch woanders gebraucht. Das will ich dir gern glauben. Du willst lieber bei Steven sein. Du willst seine Hand halten. Habe ich recht? Ja, das möchte ich. Warum auch nicht? Das Lebenswerk dieses Mannes ist vorhin vollkommen vernichtet worden. Wenn er das hört, wird er am Boden zerstört sein. Ich bin es jedenfalls. Gibt's was Neues über den Film? Er ist noch verschwunden und... Den Rest können Sie sicher denken. Offensichtlich ist das Original im Feuer verbrannt und so wie es aussieht, war es kein Unfall. Mein Gott. Wer tut so etwas? Das möchten wir auch gern wissen. Sophia, es tut mir so leid. Danke. Mir auch. Gute Nacht. Sie denkt, ich war's. Sie hat gesagt, sie wirft mir das Verschwinden der Filmkopie nicht vor, aber sie denkt, ich stecke hinter dem Feuer. Sie kann dich unmöglich für das Feuer verantwortlich machen. Aber natürlich, ich sehe es doch in ihren Augen. Jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, mich als Sündenbock hinzustellen. Willst du das wirklich? Ich glaube, es ist besser so. Warum? Muss ich dir das denn wirklich noch erklären? Wütend auf mich? Nein, nein, ich bin nicht wütend auf dich. Ich bin etwas verletzt. Etwas verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Aber ich bin keineswegs wütend auf dich.
Hör zu, Kelly. Ich sollte dir vielleicht was erklären. Nein, nein. Du warst der perfekte Gentleman. Vielleicht sogar zu perfekt. Du warst so zärtlich zu mir und gütig und fürsorglich. Hört sich an, als würdest du gleich sagen, danke, es war schön mit dir, es ist vorbei, mach's gut. Das stimmt nicht ganz. Ich habe mir diese Version auch überlegt. Vorbei ist, denke ich, nicht das richtige Wort. Wir haben nie richtig angefangen. Ich bin um dich herumgetänzelt, du bist um mich herumgetänzelt. Wie bei einer riesengroßen Tanzveranstaltung. Es ist nicht vorbei, Kelly. Für mich ist es vorbei. Aber nicht aus den Gründen, die du wahrscheinlich annimmst. Nicht, weil ich dich nicht sexy oder lustig finde. Oder auch attraktiv. Ich finde, du bist das alles. Es geht darum, wie du dich mit mir fühlst. Es hört sich an wie aus einem Schulmädchen-Tagebuch. Aber ich wollte immer irgendwie aufbauen für einen Mann sein. Ich meine, ich wollte ihn eben innerlich stärken. Ich wollte einen Mann, der sich mit mir zusammen besser fühlt als ohne mich. Das ist bei dir nicht der Fall. Du weißt gar nicht, wie sehr du dich irrst. Das solltest du nicht sagen. Das ist die Wahrheit. Ich kann nicht mehr weiter mit anhören, wie du so etwas sagst. Ich bin nicht ehrlich zu dir gewesen, Kelly. Ich muss dir endlich etwas gestehen. Etwas, vor dem ich Angst hatte, es zu sagen. Es hört sich an, als ob jemand den Anker wirft. Ich dachte, wir wären die Einzigen, die diesen Ankerplatz kennen. Nein, das glaube ich einfach nicht. Wer? Es ist Robert. Effendi, wir haben diesen Mann in einem der Dienstbotenzelte erwischt. Ich nehme an, dass Sie beide sich kennen. Michael ist ein Freund von mir, aber ich glaube, das wissen Sie bereits. Sie sind ohne Ihre Verkleidung fast nicht wiederzuerkennen. Als wir uns das letzte Mal sahen, kamen Sie als Freund meines guten Freundes Rachmid in Begleitung eines bezaubernden Geschenks. Eden, ist alles in Ordnung? Mir geht es gut. Wie Sie sehen, ist sie unverletzt. Können Sie Ihren Wachhund nicht zurückpfeifen? Michael ist doch bloß gekommen, weil er sich Sorgen um mich gemacht hat. Würden Sie ihn bitte wieder gehen lassen? Stell fest, ob er bewaffnet ist. Bedienen Sie sich. Keine Waffen. Zufrieden? Lass ihn frei. Sie sind entweder ausgesprochen dumm oder mutig. Wenn ich mir darüber im Klaren bin, lasse ich es Sie auf jeden Fall wissen. Wo ist Shayla? Was geht Sie das an? Wie geht es ihr? Wir kümmern uns um Shayla. Aber wie? Sie hat mich betrogen und wird bestraft. Weswegen? Ich habe sie von hier entführt. Sie gehört nicht zu uns. Shayla weiß es besser. Sie hat das Gesetz gebrochen und sie trägt die Konsequenzen. Sie hat nichts getan. Wir werden sie anklagen und verurteilen und höchstwahrscheinlich exekutieren. Aber nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Mike, lassen Sie mich mit ihm reden. Ich will Shayla sehen. Gut. Ich denke, das kann nichts schaden. Aber es wird auch nichts nützen. Führt ihn zu der Gefangenen, aber lasst ihn auf keinen Fall aus den Augen. Anscheinend habe ich Sie falsch eingeschätzt. Ich dachte, Sie wollten Ihr Volk in eine bessere Zukunft führen. Natürlich will ich das. Dann beweisen Sie es. Lassen Sie Shayla frei. Sie können nicht einfach in mein Land kommen und mir alles befehlen, was Sie wollen. Und ich dachte, dass man mit Ihnen reden könnte. Shayla freizulassen bedeutet, mein Gesicht vor meinem Volk zu verlieren. Vielleicht wird es Zeit, dass Ihr Volk lernt, umzugehen. Sie gehen entschieden zu weit! Warum? Weil ich erwarte, dass Sie gegenüber den Leuten von Harif, die Sie in eine moderne Welt führen wollen, nicht bloß Lippenbekenntnisse abgeben?
Wie können Sie es wagen, so mit mir zu sprechen? Sie wollen doch diese Frau gegen Ihren Willen heiraten. Ich bin der Führer und Lehrer meines Volkes, aber kein Barbar. Sie sind ein freier Mann. Ein intelligenter Mann. Ein friedensliebender Mann, der auf sein Herz hört. Seien Sie ehrlich. Lieben Sie sie? In meinem ganzen Leben gab es nur eine einzige Frau, die ich wirklich geliebt habe. Also hat Shyla das Gesetz nicht wirklich gebrochen. Sie hat nur ihren Mannesstolz verletzt, oder? Genug! Sie können sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass eine Frau, die Sie heiraten wollen, lieber Folter und Tod riskiert, als sich in ihr Bett zu legen. Sie lieben diese Frau gar nicht und wollen sie zwingen, sie zu heiraten. Was tun Sie eigentlich mit einer Frau, die Sie lieben? Sie wissen nicht das Geringste über mein Land. Sie wissen nichts über die Menschen. Ich höre Dinge und ich sehe Dinge. Das ist genug. Hier hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert. Wenn Sie diese Ungerechtigkeiten und diese Ignoranz nicht bald... Hören Sie sofort auf, so mit mir zu reden. Gehen Sie mir aus den Augen. Ich befehle Ihnen, das Zelt zu verlassen. Schön. Ich gehe jetzt. Aber nicht, weil ich mich Ihrem Befehl beuge, sondern weil es mein Wille ist. Moment, warten Sie bitte. Was noch? Warten Sie. Vielleicht habe ich etwas zu emotional reagiert. Werden Sie Shyla frei? Das werde ich. Aber zuerst möchte ich, dass Sie mir etwas schenken. Den Talisman. Ich bitte um die Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis verweigert, was aber nichts ändert. Was willst du? Ich wünsche einen schönen Abend. Kelly, eine schöne Nacht zum Segeln. Du warst bestimmt zufällig in der Nähe. Sehr nett, dass du vorbeischaust, aber warum rufst du vorher nicht an? Ich habe versucht, euch über Funk zu erreichen, sogar mehrmals, aber ich bin beim besten Willen nicht durchgekommen. Ich hätte da geschäftlich eine Kleinigkeit mit Hand zu besprechen. Das ist merkwürdig, denn heute Morgen hatte ich noch mit der Küstenwache Funkkontakt wegen unserer Koordinaten. Ich habe das Gerät ausgeschaltet. Kelly, würdest du uns bitte eine Minute entschuldigen? Wir müssen was Wichtiges besprechen. Ich bin dann unten. Also, was geht's, Bobby? Eine schwere Panne bei unserem Geschäft mit Richards. Tatsächlich. Du glaubst mir nicht. Oh doch, ich glaube dir. Um auf dieses Boot zu gelangen, sagst du, dann tust du wohl alles. Die Frage ist nur, was tust du jetzt, wo du hier bist? Du hast versagt, Craig. Deswegen bin ich hier. Wirklich? Oder fürchtest du, ich werde dein Nachfolger? Ich bin rein geschäftlich hier. Ist der Zeitpunkt nicht etwas sehr merkwürdig? Wenn du es nicht vermasselt hättest, würde ich dich nicht belästigen. Du hättest einen anderen Grund gefunden, herzukommen. Also was ist der wahre Grund deiner Anwesenheit? Erträgst du den Gedanken nicht, dass Kelly und ich hier zusammen sind? Ich ertrage es nicht, dass du mit Kelly zusammen bist, egal wo. Aber deswegen bin ich nicht an Bord gekommen. Was hast du, ich hatte recht. Also raus damit, du liebst sie immer noch. Wieso willst du es nicht zugeben? Spuck's schon aus, Bobby! Wenn du schon so genau weißt, dass du recht hast, warum muss ich es dann noch sagen? Damit wir alle wissen, wo wir stehen. Und was dann? Pistolen auf 40 Schritte? Vielleicht haben ein paar alte Kumpel von dir aus Las Vegas noch ein paar Zementschuhe in meiner Größe übrig. Ich hab's dir doch deutlich gesagt. Die Gefühle, die ich Kelly entgegenbringe, gehen dich gar nichts an. Wieso willst du... Ich meine, was ist mit dir? Du rufst es doch auch nicht von allen Dächern, was du für Kelly empfindest. Wieso machst du es nur für alle so schwer? Wieso lässt du Kelly nicht in Ruhe? Dieser ganze verlogene Aufwand mit dem Waisenhaus. Mr. Robert Barr, der anonyme Wohltäter. Du hast genau gewusst, dass sie es irgendwann herausbekommen werden. Und das Boot? Das habe ich auch herausgefunden. Du hast es für sie gekauft, oder nicht? Ich habe mich sehr bemüht, diese beiden Dinge vor ihr geheim zu halten. Sie weiß nichts von dem Boot und ich würde es zu schätzen wissen, wenn du es nicht erwähnst. Das ist echt nur. Es ist nur sehr schwer zu glauben. Du kannst glauben, was du willst, Craig. Es ist mir egal. Ich bin allerdings an deiner fortwährenden Zwangsvorstellung interessiert, was meine Gefühle für Kelly betrifft. Ist das etwa ein Problem für dich? Ich will auf keinen Fall, dass sie verletzt wird.
Du willst der sein, der sie verletzt. Oh, Barbie, diese Ehre hast du dir doch schon vor langer Zeit verdient und mehr als jeder andere. Mhm. Und du bist jetzt umso glücklicher, den großen Tröster spielen zu können. Warum machst du dir so viele Gedanken um mich, Craig? Schmeichle dir nicht selbst. Das muss ich nicht. Deine Eifersucht sorgt schon dafür. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wo sie herkommen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht ist deine Beziehung zu Kelly doch nicht ganz so intim, wie du es mir weismachen möchtest. Hast du einen neuen Dekorateur? Es tut mir leid. Das war ein schlechter Scherz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen bin ich wohl Schauspielerin und nicht Autorin. Glaub mir, ich weiß, wie du dich fühlst. Das weiß ich. Das weiß ich doch. Du hast genauso viel verloren wie ich. Steven, das wissen wir noch nicht. Die Polizei sucht weiter. Es ist immerhin möglich, dass sie die Kopie noch finden. Hat sie dir das eingeredet? Tut mir leid. Entschuldige, das war nicht fair. Du denkst wirklich, dass er es war? Du kennst die Antwort darauf genauso gut wie ich. Den Talisman im Austausch für Shaylas Freiheit. Das ist ein gerechter Tausch. Durch diesen Talisman habe ich die Sicherheit, dieses Land leben zu verlassen oder meinen Mann zu sehen. In weniger als einer Stunde werden sich die Augen der gesamten Weltbevölkerung auf Harif richten. Glauben Sie, ich bin so dumm, ihn etwas anzutun? Wieso ist der Talisman so wichtig für Sie? Es wird gesagt, dass er magische Kräfte besitzt. Und Sie glauben dieser Legende? Tun Sie es etwa nicht? Ich glaube, was ich sehe. Ich sehe einen Stein. Nur einen gewöhnlichen Stein. Dann geben Sie ihn mir. Sie können doch nichts verlieren. Das kann ich nicht. Weil er mir nicht gehört. Cruz könnte das tun, aber er ist nicht hier. Also werden Sie ihn fragen müssen, wenn Sie ihn sehen. Dann wird Shayla meine Gefangene bleiben. Dazu haben Sie kein Recht und das wissen Sie. Das ist wie auch immer mein letztes Angebot. Und Sie sollten sehr sorgfältig darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher machen soll, Craig. Du wirst nicht missverstanden, außer du willst es, Bob. Also komm zum Punkt, was willst du von mir? Weißt du, ich frage mich gerade, wenn du und Kelly, wenn ihr euch wirklich so nahe steht, wie du behauptest, warum stört es dich, wenn ich vorbeischaue? Du siehst wohl gerne zu, bist du deswegen hier? Willst du wissen, warum ich so nervös bin, wenn du in der Nähe bist? Ich sag dir wieso, weil du in letzter Zeit verdammt oft kommst. Liebe macht keinen Spaß, wenn man über die Schulter schauen muss. Wenn wir Gesellschaft wollen, dann stellen wir ein Licht für dich ins Fenster. Wegen der Sache mit Richard. Ich habe Urlaub, das kann warten. Wir haben eine geschäftliche Vereinbarung, falls du das vergessen hast. Ich vergesse niemals Geschäfte. Entweder du klärst die Probleme alleine oder du wartest so lange, bis ich zu Hause bin, klar? Okay. Ich sag Kelly von dir auf Wiedersehen. Wo ist Robert? Er ist gerade gegangen. Habt ihr das Geschäftliche geklärt? Mehr oder weniger. Ich habe laute Stimmen gehört. Worüber habt ihr beide euch vorhin gestritten? In Ordnung, schön. Ich wäre Ihnen überaus dankbar, wenn Sie das für mich tun könnten. Ja, ich warte dann hier auf Ihren Anruf. Vielen Dank.
Wer war das? Ich verweigere die Aussage angesichts der Tatsache, dass hier zweifellos alles, was ich sage, gegen mich verwendet wird. Mason, bitte hör auf, entschuldige. Ich entschuldige mich und gebe zu, mein Verhalten war falsch, es war nicht so gemeint. Angenommen, Dad, aber bitte vergiss nicht, ich bin der mit der weißen Weste. Die, vor denen wir Angst haben sollten, tragen schwarz. Und ich gestehe, dass du ein sehr guter Anwalt bist, auf dessen Urteilsvermögen und Meinung ich großen Wert lege. Und ich bitte dich weiterhin, mein Rechtsberater zu sein. Sehr gern. Danke vielmals. Wir sehen uns 7:30 beim Dinner. Bis dann. Was denn für ein Dinner? Mason wird es dir erklären. Ich gehe ran. Dinner? Ja, mit unseren zwei wichtigsten Aktionären. Dad hat sie zum vierteljährlichen Kriegsrat geladen und dazu erwartet er unsere Anwesenheit. Ich hasse solche Essen, Mason, das weißt du ganz genau. Steife Hemden, steife Kragen und Reden über Dividenden und Marktanteile. Es wird sicher weniger schlimm, als du befürchtest. Glaub mir, Julia. Es wird schlimmer. Du musst dich ja nicht mit diesen Frauen rumplagen. Ich sag dir was. Ich mach die Geschäfte mit den Anzügen und du amüsierst dich mit den Kleidern. Es kommen keine Frauen, nur zwei alte Männer. Dad hat Probleme, den Vorstand davon zu überzeugen, ihm Handlungsfreiheit für ein Entwicklungskonzept zu geben. Unser Plan ist, dass er ihnen den Vorschlag macht und ich dazukomme und mit einigen Zahlen und Fakten den Deal perfekt mache, bevor die Alten merken, was los ist. Darling, bist du dir ganz sicher, dass du weißt, was los ist? Wenn es um deinen Vater geht, eilt dir nämlich der Ruf, immer im Dunkeln zu tappen, meilenweit voraus. Dein Vater spielt gerne an zwei Tischen. Oh, warum habt ihr Frauen nur so wenig Vertrauen? Weil wir Erfahrungen haben, Schatz. Aber eigentlich habe ich zufällig ein enormes Ausmaß an Vertrauen in dich. Ich bin nur vorsichtig, weil ich weiß, dass sich die Geschichte wiederholt. Ja, nur Julia, es hat sich sehr viel verändert. Auch ich habe mich geändert. Und das hier muss ich einfach tun, verstehst du? Wieso? Wieso? Weil es das ist, was ich kann. Weil ich es gelernt habe. Ich bin kein Schriftsteller. Ich vertraue die Seiten, über die ich stundenlang gebrütet habe, liebend gern dem dunkelsten Winkel irgendeiner Schublade an. Um sie vielleicht irgendwann wieder zu lesen, aber am besten, um sie mit einem Stoßgebet der Erleichterung zu vergessen. Ich möchte als Anwalt tätig sein. Aber kannst du nicht für jemand anderen tätig sein? Du und dein Vater habt es schon mal versucht und es war die Hölle für alle Beteiligten. Ja, aber damals waren die Bedingungen anders. Ich stand doch ständig unter Alkohol. Die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, was ich tat und die andere Hälfte war mir alles egal. Ich tat nur, was Cici mir gesagt hat, weil ich nicht das Gefühl hatte, stark genug zu sein, um es selbst zu schaffen. Und das hat sich jetzt alles geändert? Ja, allerdings muss ich immer noch die eine oder andere Sache aufarbeiten. All die Dinge, vor denen ich damals in meinem Vollrausch davongelaufen bin. Vor dir, Samantha, meiner Familie, meinen Freunden. Und als ich dann endlich wieder nüchtern war und den Mut und Anstand aufbrachte, euch allen in die Augen zu sehen, da beschloss ich, so eine Art inneren Frieden mit mir selbst zu schließen. Und dann hast du mir Vertrauen entgegengebracht als eine Art Vorschuss in unsere Zukunft. Und dasselbe will ich jetzt auch mit meinem Vater tun. Aber ihr beide geht immer miteinander um wie... Wie denn? Wie Vater und Sohn? Nein, es ist irgendwie ganz anders. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Es ist doch nichts anderes als ein Dinner, meine Güte. Bitte entschuldige mich bei den Herren. Ich möchte dich nicht begleiten. Das war die Kriminalpolizei. Die bisherige Untersuchung deutet auf Brandstiftung hin. Dann müssen wir schnell reagieren. Ich werde Dante drängen, die weiteren Untersuchungen voranzutreiben. Und in der Zwischenzeit... Ich habe gerade eine Nachricht im Fernsehen gehört. Eden macht eine Reportage aus irgendeinem Land in Nordafrika. Nordafrika? Das haben Sie gesagt. Das fängt gleich an. Zügen Ihres Landes und was für eine wunderbare Einrichtung der Ältestenrat ist. Nichts für ungut, Scheile, aber die nächsten Ferien verbringe ich da, wo es sicher ist, aber nicht hier. Das kann ich verstehen. Sie konnten die Vorteile meines Landes ja nicht kennenlernen. Mag schon sein, aber wir haben jetzt ein Problem mit dem Pascha und das ist jetzt wichtig. Ich brauche Ihre Hilfe. Sehr gern. Michael sagte mir, welches Risiko Sie für mich eingehen. Wird er Shayla freilassen? Nur wenn ich ihm den Talisman gebe, was ich nicht tun kann. Wissen Sie vielleicht, wieso er unbedingt diesen Stein haben will? Er glaubt an die Macht dieses Steins. Und dass er ihm helfen wird, seine Feinde zu besiegen. Aber er denkt, der Stein ist wertlos, ohne den, der die Gabe hat, ihn zu beherrschen. Der Pascha wollte, dass Cruz ein Kind mit mir zeugt. Und das Kind könnte den Stein nutzen, um unserem Volk zu helfen.
Das glaube ich nicht. Ich meine, es klingt unglaublich, obwohl es vielleicht wahr ist. Mein Meister wusste, dass ihr Ehemann niemals mit uns kooperiert hätte. Und er hoffte, dass das Kind es später tun würde. Irgendwie muss ich ihm begreiflich machen, dass er diesen Stein nicht nötig hat. Und welche Pläne hast du jetzt? Ich werde Lambada-Tänzer. Ich werde es überleben. Daran habe ich gerade gedacht, als du gekommen bist. Ich werde es überleben. Ich bin stark genug. Ich werde nach L.A. fahren und mir die Füße rundlaufen, bis wieder genug Geld da ist. Gut, dass wir das Drehbuch noch haben. Ich werde einen Agenten finden und auf die Knie fallen und beten, dass du wieder mitmachst. Ich werde mit. Darauf habe ich gehofft. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Wenn alles klappt, dann fangen wir noch einmal an. Hast du die Kraft? Denkst du, du schaffst es? Es wird nicht der gleiche Film, das verspreche ich dir. Aber wie oft musste sogar Van Gogh sein Selbstporträt ändern, bis er die Pinsel auswaschen konnte? Ich will mich nicht mit ihm vergleichen. Nein. So schnell werde ich nicht aufgeben. Gut. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Sendung. In wenigen Minuten werden Sie überall auf der Welt zu sehen sein. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ja. Ja, und ich lehne es ab. Dann bleibt Shayla meine Gefangene. Was hat das für einen Sinn? Ich verstehe Sie nicht. Sie könnten so viel gewinnen, wenn Sie sie freilassen. Sie brauchen den Talisman überhaupt nicht. Sie sind stark. Wie Sie die Ermordung Ihrer Frau und Ihrer Familie durch den Scheich überwunden haben. Sie sind stark. Der Scheich kann auch meinen Mann töten. Und die einzige Chance, ihn wiederzusehen, steht und fällt mit dem Erfolg Ihres Abhängigen. Wenn Sie Shayla und mich und Michael gefangen halten, ist alles sinnlos, was Sie sagen. Man wird Ihnen nicht glauben. Man wird Sie nicht unterstützen, wenn Sie nicht beweisen, dass Sie ein Mann des Volkes sind. Das müssen Sie beweisen. Und das können Sie erreichen, wenn Sie Shayla freilassen. Mrs. Castillo, Sie sind zweifellos die absolut hartnäckigste und eigenwilligste und widerwärtigste Kreatur, die jemals mein Missfallen gefunden hat. Also lassen Sie sie gehen. Wenn sie das endlich zum Schweigen bringt, ja. Und Sie werden auch auf die Heirat verzichten. Von mir aus, mein Gott, ich werde mit Ihnen noch wahnsinnig. Jetzt habe ich nur noch eine ganz kleine Bitte an Sie, einverstanden, ja? Ich will ein Telefonat führen mit meiner Familie, denn wenn Sie die Sendung sehen, machen Sie sich um mich Sorgen. Ich verbiete es, ich werde es nicht erlauben. Das kleine Land, das nur ein Drittel so groß ist wie Kalifornien, ist in einem blutigen Krieg mit seinem Nachbarland Kabir verwickelt. Es gab schwere Verluste auf beiden Seiten. Medizin und Nahrungsmittel fehlen. Die Krankenhäuser sind leer, weil die Ärzte an der Front sind. Alle jungen Männer wurden eingezogen. Was soll denn das sein? Schon mit 13 Jahren werden sie Soldaten. Wer ist dieser Pascha? Omar Mustafa Kamal von Kabir, was macht Eden da? Wenn du mal für eine Sekunde ruhig wärst, würden wir es vielleicht rauskriegen. Niemand hier weiß mehr so genau, wieso es zu diesem Krieg kam. Aber alle sind sich einig, dass der Krieg beendet werden muss. Bitte, Pascha. Vor 2 Jahren musste ich mit ansehen, wie mein Vater, meine Mutter, meine 2 Schwestern und meine wunderschöne junge Braut vor meinen eigenen Augen von Scheich Idi Ben Adi ermordet wurden. Derselbe Mann hat nun einen Amerikaner als Geisel in seiner Hand. Dessen Leben und das Schicksal und die Zukunft meines Landes liegen jetzt in ihrer Hand.
Weiß jemand von euch, ob das live ist oder nicht? Und was hat Eden da bloß zu suchen? Sie sagten, es wäre eine Aufzeichnung. Da bin ich so klug wie zuvor. Ich rufe den Produktionsleiter von Channel 3 an und frage, was los ist. Und dann werde ich an Virgin mit Cruise reden. Worüber habt ihr beide gesprochen? Es war ein Missverständnis. Ich hätte das schon längst klären sollen. Du wolltest mir etwas sagen, bevor Robert gekommen ist. Das kann noch bis morgen warten. Bist du sicher? Kerlin, wieso gehst du nicht etwas schlafen? Ich bleib noch hier. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich will heim. Lass uns darüber schlafen, okay? Kelly, träum was Schönes. When it's raining, take a bath. The storm will pass. It will come to pass. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.